Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des CSGO Adventskalenders. Heute ist der 7. Dezember und heute kommen natürlich auch wieder drei Skins raus an euch. Die Preise vom heutigen Tage sind... Kurz das Inventar aufmachen. So. Die Desert Eagle Directive ist der erste Preis. Der zweite Preis ist dann die Farmer's Gin. Und der dritte Preis ist etwas, was wir noch nicht hatten, eine Galil AR Chatterbox. Für die, die heute das erste Mal einschalten und uns auch mitmachen wollen bei meinem CSGO Adventskalender, erster Link in der Videobeschreibung. Da klickt ihr drauf, da erkläre ich euch alles, aber ich kann es euch jetzt nochmal in kurzer Form erzählen. Ihr müsst ein Abonnent meines Kanals sein, ihr müsst das Video, was in der Videobeschreibung verlinkt ist, positiv bewerten und ihr müsst unter diesem Video kommentieren. Also unter dem Video, was in der Videobeschreibung verlinkt ist. Desto öfter ihr dort kommentiert, desto höher ist eure Gewinnchance. Ihr könnt euch auch, also seht euch einfach das Video an, dann wisst ihr alles, was so abgeht. Alle Preise, alle, also wie ihr Time nimmt, die Spielregeln und so weiter und so fort. Und was ich vielleicht in letzter Zeit eigentlich zu wenig erwähne, ist, dass ihr am 24. Dezember kommt ja noch ein Knife. Das sollte ja eigentlich auch jede Episode erwähnt werden. Ist ja halt so eigentlich der Hauptpreis. Gestern ging das ja mit den Kommentaren nicht. Keine Ahnung, was da bei YouTube los war. Da wurden mir nur 2000 Kommentare angezeigt und ich konnte auch nur 2000 Kommentare reinladen. Darum habe ich ja gestern die andere Random Picker am Website verwendet. Aber heute geht es anscheinend wieder. Heute sind es 10.000 Kommentare, knapp drüber, also 10.018. Ist schon ein ordentliches Stück, da wollte ich mich eigentlich auch mal bei euch bedanken, dass ihr das so hyped seid eigentlich, weil ich hätte mit maximal 2.000 Kommentaren gerechnet oder so und heute ist ja erst der 7. Dezember und wir haben jetzt schon 10.000. Mal, also, wäre interessant ist schon zu wissen, wie viele es dann am 24. wären. Aber egal. Die Gewinner von gestern setzen heute natürlich wieder einen Tag aus. Den heutigen Tag. Gestern waren es ja 5 Stück. Gingen ja noch 2 Community-Preise raus. So, dann würde ich auch gleich sagen, ziehen wir den ersten Gewinner. Die Deagle war der erste Preis, genau, die Directive. Die Deagle bekommt heute der... It's Joe, das glaube ich fast nicht, weil der hat gestern schon gewonnen. Heute habe ich mich natürlich auch dementsprechend wieder vorbereitet, habe da natürlich nicht nur einmal die Kommentare früher reingeladen, sondern gleich, ich glaube 30 Mal, weil gestern war ja ein Reroll noch ein anderen. Ich hoffe, das ist heute nicht so. Aber anscheinend ist es doch so, weil ein Tritorino hat auch gestern gewonnen. Bro, you. Bekommt die Deagle. Das ist ein neuer, der hat bis jetzt noch gar nicht gewonnen. Klickt mich gleich mal an. So. Schließe ich das schnell. Damit ich mich dann auch auskenne, wen ich die Skins offern soll. So, der zweite Preis war die Farmer's Gin. Die geht raus an den... Nein, an dich nicht. Maze Me, oder... Misami, der ist auch neu, den hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Das ist ja auch der Grund, warum ich also immer so mache, dass dann die Gewinner vom Vortag einen Tag aussetzen, damit halt so viele Leute wie möglich, also so viele verschiedene, eine Chance haben, auch den Preis zu bekommen. Glückwunsch an dich einmal. Und dann der letzte Preis war die Galila Chatterbox. Geht raus an Justin Schneider. Das ist auch ein neuer. Glückwunsch an euch drei. Ja, ich werde euch auf YouTube anschreiben. Bleibt wachsam oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es das dann auch wieder für heute. Ja. Schreibt Kommentare, um eure Gewinnchance zu verbessern. Ihr könnt unter diesem Video schreiben, wie euer
euer heutiger Tag war. Na, was ist denn jetzt los? Und über einen Daumen nach oben auf dieses Video würde ich mich natürlich auch freuen. Sonst war es dann auch gleich. Dann sage ich ciao und bis morgen. Euer Alex.